Hallo, wir sind hier auf einer Neubaubaustelle und haben uns ein bisschen umgeschaut und dabei eine Leckage gefunden, die man unbedingt noch nachträglich abdichten sollte, damit es zu keinem Bauschaden kommt. Jochen, erklär doch mal, wo ist hier die luftdichte Ebene und wie konnte diese Leckage entstehen? Hier haben wir den Aufbau, dass die OSB-Platte, die die Holzständer beplankt, die luftdichte Ebene darstellt und die wurde auch entsprechend abgeklebt. Hier wurde jetzt natürlich nachträglich noch ein Kabel durchgeführt, was anscheinend erst im vierten Versuch geklappt hat, das richtig durchzuführen. Jetzt hat man natürlich hier nochmal die Möglichkeit, das auszubessern. Und das sollte man auch tunlichst machen. Und zwar muss man jetzt hier einfach die Gipskartonplatte oder Gipsfaserplatte entfernen ein Stück weit, damit man richtig an die OSB-Platte drankommt, also damit man an die luftdichte Ebene kommt und hier das Ganze dann entsprechend abdichten kann. Und noch mehr gute Hinweise und Praxistipps bekommt ihr in unserem ProKlima-Newsletter. Abonniert einfach proklima.de/news.